Wir sollten zum Schmuggler zurück. Wir haben alle Seelen, die wir brauchen, Ratchet. Mit denen du einen größeren Bereich abdecken kannst. Thank you.
Na, vielen Dank, Freund. Der Transporter steht bereit. Passt gut auf euch auf. Mit dir mache ich gern Geschäfte. Was soll denn das werden, Kumpel? Geh schon und finde ein paar Seelen. Sie gehörte früher einem Forscher namens Max Apogee. Der ist schon ewig verschollen. Es heißt, zwei Kampfbots hätten sie geraubt. Wilde Krieger aus der Zeit des Großen Krieges. Der gute Percival hat die Halle des Wissens geschlossen, um den Leuten diesen Teil der Geschichte vorzuenthalten. Aber soweit ich weiß, fiel alles von diesem Asteroiden hier bis zu den tiefsten Tiefen von Praxus 12 einst unter die tyrannische Herrschaft der Kragmiten. Zumindest bis die Lombax seine Revolte starteten und die Galaxie befreiten. Man sagt, es wäre die Waffe, die den Kragmiten-Planeten mit einem Schuss zerstört hat. Ein Vaporisierungsstrahl, den die Lombaxe basteten, um den großen Krieg zu entscheiden. Natürlich weiß es keiner genau. Diese Lombaxe wissen, wie man ein Geheimnis hütet. Und das weiß jemand wie ich natürlich zu schätzen. Die Waffe, mit der die Lombaxe die Kragmiten besiegt haben, ist irgendwo hier, in Polaris. Und Takion will sie haben. Wenn er wüsste, dass es noch einen Lombax im Universum gibt, hier, das könnte den guten Percival durchaus nervös machen. Er würde nicht wollen, dass sich die Geschichte wiederholt, verstehst du? Der kleine Kerl? Ja, ich habe ihn beim Black Roulette gegen Captain Slack gewonnen. Hat mich fast mein gutes Auge gekostet. Die Kragmiten waren die größte Bedrohung in der Geschichte des Universums. Böse, grausame, dämliche Kreaturen, die von Galaxie zu Galaxie zogen, Planeten ihrer Ressourcen beraubten und dann einfach fallen ließen. Wenn du mich fragst, schuldet die Galaxie den Lombaxen einiges. Hätten sie Takion bloß mitgenommen, als sie verschwanden. Offensichtlich sind wir direkt im Hauptwartungsbereich gelandet. Vielleicht finden wir von hier einen Weg hinein. Interessant. Dieser Generator liefert Strom für einen Sigma-3-Schwerkraftsimulator mit protomorphen Ionen-Synthesizer. Scheiße.
glaube, das da vorne ist der Wartungsaufzug. Das könnte unsere Zugangsmöglichkeit sein. Lombaks Geheimnis gehört uns. Schnappen wir es uns und dann nichts wie weg, bevor Tachyon seine Armeen schickt. Okay, Partner. Was können wir denn für dich tun? Gehört alles dir. Aufgerüstet. Gesagt, getan. Gesagt, getan. Du kannst die Stürme lenken, indem du den Controller neigst. Wow, schau dir das Terrarium an. Wer auch immer diese Station errichtet hat, hatte eine Vorliebe für Oasen und Festungen. Achtung, Eindringlinge! Hier spricht Kommandant Seifer von der Apogee-Raumstation. Waffen verlassen, jetzt gibt's Prügel! Deine Waffen nieder, damit du deine Abreibung kassieren kannst. Bleib mit deiner Rolle!